Beim Import von Waren aus Asien wollen immer mehr Unternehmen Kosten im Einkauf sparen. Der sichere Weg über Handelsorganisationen wird deshalb gerne umgangen. Gerade zu Beginn wissen allerdings die wenigsten, auf was sie unbedingt achten sollten. Sonja Müller vom China Competence Center der IHK hat deshalb 9 goldene Regeln zum Einkauf in Asien aufgestellt. Häufig wird ohne Hintergrundwissen und Vorbereitung einfach losgelegt. Schnell im Internet einen Lieferant gesucht und bestellt. Viele Unternehmer haben Glück und es funktioniert, andere hingegen nicht. Sie bezahlen Lehrgeld. Das muss jedoch nicht sein. Anfänger nutzen gerne Internetdatenbanken wie zum Beispiel Alibaba.com. Profis hingegen finden ihre Lieferanten anders, zum Beispiel über Messen oder über professionelle Dienstleister wie die deutschen Auslandshandelskammern. Bei besonders günstigen Preisen sollten Sie vorsichtig sein. Häufig werden hinterher Kosten aufgeschlagen oder die Waren sind von minderwertiger Qualität. Informieren Sie sich vorher über den Verkäufer. Je mehr Sie über den Lieferanten wissen, umso besser. Sollte das Budget es hergeben, fahren Sie nach China und besichtigen die Produktion. Denn wie sagt schon ein altes chinesisches Sprichwort? Einmal sehen ist besser als 1000-mal hören. Die Chinesen lieben das Verhandeln. In der Regel sind in China wenige Dinge in Stein gemeißelt. Wenn man will, findet sich eine Lösung. Manchmal verstehen chinesische Lieferanten ihre westlichen Bedürfnisse und Wünsche einfach nicht. Und das liegt nicht nur an der Sprachbarriere. Zudem ist das Qualitätsbewusstsein ein anderes. Produktanforderungen und Qualitätsvorgaben müssen vollständig formuliert und dokumentiert sein. Wenn Sie vorab nicht kommunizieren, was Sie wünschen, ist es hinterher nicht verwunderlich, wenn Sie das Gewünschte nicht erhalten. Die Qualitätssicherung vor Ort in China erspart viele böse Überraschungen. Stellt man erst bei der Ankunft des Containers in Deutschland fest, dass die Ware minderwertig ist, ist guter Rat teuer. Sollten Sie keine eigene Niederlassung in China haben, greifen Sie auf externe Dienstleister zurück. Vergessen Sie Ihre Vertragsgläubigkeit. In China haben Verträge einen anderen Stellenwert. Sie werden eher als Ausgangspunkt einer geschäftlichen Beziehung gesehen. Änderungen sind immer möglich. Vergessen Sie auf keinen Fall Marken- und Patentanmeldungen in China. Sichern Sie sich juristisch ab und verteilen Ihren Auftrag an verschiedene Lieferanten. So erhält keiner das komplette Know-how. Das waren meine 9 goldenen Regeln für den Einkauf in China. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an das China Kompetenzcenter der Industrie- und Handelskammer. Zaijian, auf Wiedersehen!